Toyota? Ja. Nein, also es ist ein Lexus. Ach so. Der steht da. Wie viel Luxus kann Lexus? Lexus verspricht der extrem viel. Kann kein anderer so wie der. Sagen Sie, kein anderer. Ich bin echt gespannt. So, mein liebes Luxus-Schneckchen, Hamid. Das geht runter wie Öl. Deswegen habe ich heute was ganz Besonderes für dich. Okay. Den luxuriösesten Toyota, den du jemals in deinem Leben bestiegen hast. Toyota? Ja. Nein. Doch. Toyota? Ja. Und zwar? Also es ist ein Lexus. Lexus ist ein ultra großer Van. LM350H heißt das Gerät. Krass. Das ist der luxuriöseste Van, den du jemals gesehen hast. Meinst du? Ja. Da bin ich mal gespannt. Dieser angeblich so einmalige Luxus-Van wird von unserem Expertenteam heute auf eine ganz besondere Art und Weise getestet. Alter, steig mal ein. Nicht dein Ernst. Steig ein. Krass. Und genieß einfach nur, was du erlebst. Boah. Oh mein Gott. Die Marke Lexus ist ja quasi die Luxusmarke von Toyota. Genau. Ist hier in Deutschland eher ein Exot. Ja, USA und Asien sind die sehr, sehr groß. Absolut. Der Luxus gedeiht sich, glaube ich, in einem Lexus ein bisschen anders als zum Beispiel in einem Mercedes. Ja. Der Luxus bei Lexus ist, dass du alles hast. Mhm. Der kostet jetzt 147.100 Euro. Und wir haben Sonderausstattung im Wert von 1.000 Euro da drin. Alles andere ist Serie. Ja, aber jetzt kommt ja die ganz große Frage, hast du schon mal ein Versprechen gebrochen? Natürlich nicht. Ach komm. Nein, weil hier ist ja, gerade jetzt, wo ich jetzt hier drin sitze, ich habe schon einiges über dieses Auto gelesen, ja. Und Lexus verspricht ja extremst viel. Ja. Und jetzt testen wir mal, ob sie auch ihr Versprechen halten. Okay, und das Lustige ist, diese Versprechen sind sehr, sehr krass formuliert. Ja, also absolut. Wird sehr, ja, genau. Sehr schön, genau. Das abzuprüfen. Genau das ist es. Und da bin ich mal gespannt. Es ist einfach so. Da wird immer viel mehr angegeben, als dann, was, wenn du dann drin sitzt. Ich glaube nicht, dass das wirklich mehr angegeben wird. Aber ja. Es wird so extrem wundervoll formuliert, in so Prospekten beschrieben. Genau. Das ist halt so, das fühlt sich und hört sich so schön an. Aber dass alle Punkte stimmen, das habe ich bisher noch nie erlebt. Wir werden es heute nachprüfen. Wir werden es heute gucken. Die spannende Frage lautet, kann der LM tatsächlich seine vielen Herstellerversprechen einhalten? Erste Versprechen von Lexus. Jawohl, hau raus. Und zwar, der Ausblick ist der Schlüssel zum Wohlbefinden. Oh. Das Gefühl der Enge kann Reisekrankheit verursachen. Insbesondere, wenn man auf einen Bildschirm schaut oder liest. Deshalb hat Lexus die Fenster des LM so groß wie möglich gestaltet, sodass die Passagiere immer sehen können, wie und wohin sich das Auto bewegt. Zusätzlich zu den großen Seitenfenstern gibt es feste Fenster im Dach und eine freie Sicht nach vorne durch die Windschutzscheibe. Weil wir das Ganze ja testen sollen, dementsprechend sitzen wir hinten, brauchen wir einen Fahrer. Ja. Ich habe einen organisiert. Okay. Der ist mit Laura Kreihammer zusammen Rennen gefahren. Ah, schön. Michael Grassel, und den rufen wir jetzt einmal. Michael, bist du soweit? Wir könnten los! Wo ist er denn? Alter! Ja gut, okay. Der Michael ist schnell unterwegs. Alles gut, Michael? Alles entspannt? Er ist Rennfahrer. Ja, okay. Das, das haben wir, glaube ich, jetzt gerade gesehen. Also. Moin, Michael. Servus. Schön, dass du da bist. Hey, servus. Lexus verspricht, durch die vielen Fenster wird den Passagieren nicht schlecht. Das gilt natürlich nur für eine Fahrt im normalen Straßenverkehr. Aber Grip will ans Limit. Bei mir ist es nicht so, dass ich so schnell reisekrank werde, auch wenn ich auf ein Handy schaue und so weiter. Auch wenn ich hinten sitze, es geht. Aber ich bin echt gespannt. Heute fahren wir gemeinsam den Lexus LM350H. 190 Stundenkilometer Spitze mit 250 PS. Und dieses Auto, was wir fahren, hat sage und schreibe 1000 Euro Sonderausstattung. Somit kommen wir auf einen Gesamtpreis von 148.100 Euro. Wir sind ja schon eine kleine Runde gefahren, wenn du dir das anguckst. Der Luxus in diesem Auto, was die Dämpfung anbetrifft, ist grandios. Deswegen ist meine Vorhersage, dass das schon gut wird. Die Frage ist, wie wird Michael fahren, unser Fahrer? Ja. Wird er uns richtig schwindelig fahren wollen oder sagt er, komm, ich bin gnädig? Also Herstellerversprechen war ja, ui. Alter, das wird immer schlimmer hier. Ja, okay. Herstellerversprechen war ja freie Sicht auf die Straße. Das habe ich nicht.
Das kann man so nicht sagen, dass das freie Sicht ist. Dafür ist der Bildschirm zu groß. Genau. 48 Zoll übrigens. Mhm. Ja, interessant. Die Kopfstützen. Aber ich finde, also ich liege ja jetzt schon ziemlich doll hier drin. Ne? Wenn ich mich ein bisschen aufrecht hinsetze, dann kann ich die Straße sehen. Ja gut, ich müsste jetzt den hier machen, dass ich die Straße sehe. Ja gut, du bist halt auch 3 cm kleiner noch, ne? Ja, aber das ist blöd. Ja. Das finde ich nicht so gut. Aber was ich wiederum gut finde, ist, meine Dachfenster, das ist schon okay. Das gibt mir echt ein gutes Gefühl. Das gibt echt so eine Art Freiheit. Boah, Alter Schwede, ja gut, okay. Ja, gut, dass wir noch nicht Mittag gegessen haben. Boah. Ich lege mich jetzt mal richtig hin. Weil das Ding ist, die Frage ist ja, wenn er jetzt anbremst, ne? Was passiert da mit mir? Weil das ist erlaubt. Es ist erlaubt. Ja, muss ja erlaubt sein. Es ist erlaubt, so zu fahren. Ja, okay, alles klar. So. Kannst du mal so einen Slalom antauschen, Michael? Slalom? Boah. So, und jetzt? Oh, fuck. Es wird schlimmer. Es wird echt. Scheiße, Alter. Ist das gut. Michael, kannst du gleich eine Vollbremsung hinlegen? Ich will gucken, wie das ist. Ja klar, kein Problem. Aber sag uns vorher Bescheid, bitte. Ja, da vorne ist jetzt 90 Grad rechts, da bremsen wir mal. Boah, Junge. Alter. Aber der Gurt hält. Der Gurt hält, auf jeden Fall. Fahr mal einmal so ein bisschen normal. Bisschen normal, okay. Genau. Ja? Also so. Nicht, weil uns jetzt schlecht wird, sondern einfach, weil wir mal wissen wollen. Also, weil das geht jetzt so grenzbereichsmäßig. Kann man das aushalten hier? Ich stelle mal hinten noch mal auf Rear Comfort, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das eine Änderung bringt. Ich gehe mal ein bisschen hoch. Rear-Komfort, da drückst du rauf, dann hat er hinten noch mal eine bestimmte Dämpfung, damit die Passagiere hinten besser sich wohler fühlen. Aber so richtig gefühlt habe ich es nicht. Ich habe gar nichts gefühlt. Ich auch nicht. Ich habe wirklich gar nichts gefühlt. Zur Erinnerung, Lexus behauptet vollmundig, dass der LM so gebaut ist, dass einem bei normaler Fahrt im Fond nicht übel wird. Ah. Michael, vielen Dank. Du bist echt gut gefahren, muss ich sagen. Viel zu schnell ist er gefahren. Oh mein Gott, frische Luft, das tut gut. Das tut gut, ja. Also, der Versprechen war, freie Sicht nach vorne. Und Reisekrankheit. Und Reisekrankheit wird nicht kommen. Jetzt ist der Michael natürlich jetzt gefahren wie so eine gesenkte Sau. Genau. Ja, ihr habt ja einen Transporter gerufen und keinen Uber. Korrekt. Also, das war ein Extremtest und er hat dazu geführt, dass uns beiden latent schlecht geworden ist. Da würde ich sagen, Versprechen von Lexus. Ich persönlich, wenn ich jetzt vom Prozentzahl her gehe, würde ich 70% sagen. Gehe ich komplett klar damit. Okay. 70% hat er erfüllt. Mhm. Und somit, wenn man irgendwie runden müsste, würde man sagen, er hat das Versprechen erfüllt. Hätte er nach vorne bessere Sicht gehabt, dann hätte er es eigentlich fast komplett erfüllt. Ja. Ne? Aber nochmal zum Abholen. Ich glaube, wenn wir ganz normal auf der Autobahn fahren, wird dir niemals schlecht. Ja. Kannst du Fernsehen gucken ohne Ende. Absolut. Ist sehr, sehr luxuriös, sehr, sehr komfortabel, das Auto. Macht wirklich Spaß, da hinten sich rumzuflezen. Ja. Kissen dabei, Decke dabei und dann willst du nie wieder aussteigen. Danke, Michael. Gerne. See you next time. Vielen Dank. Vielen Dank. Also, unser nächstes Versprechen, das Tatsuna-Cockpit. Tatsuna? Es geht um alles, was der Fahrer bedienen muss. Okay. Dazu schreibt Lexus, getreu dem Omotenashi-Prinzip wurde das Fahrercockpit mit der gleichen Liebe zum Detail gestaltet wie bei anderen neuen Lexus-Modellen. So folgt die Anordnung der wichtigsten Bedienelemente, Anzeigen und Informationsquellen dem Tatsuna-Konzept, sodass der Fahrer nur kleine Hand- oder Augenbewegungen machen muss und seine Aufmerksamkeit auf die vor ihm liegende Straße konzentrieren kann. Damit der Fahrer das Gefühl hat, eins mit dem Fahrzeug zu sein, wurde das Lenkrad näher an den Fahrer herangerückt und in einen aufrechteren Winkel gebracht. Zusätzlich wurden die Positionen der Pedale sowie der Fußstütze präzise berechnet. Ja, aber warte mal kurz. Das heißt, da kann einer sich reinsetzen, der 1,90 Meter ist, und da kann sich einer reinsetzen, der 1,55 Meter ist. Das heißt, es muss immer ja perfekt sein. Korrekt. Und wie wollen die das machen? Das geht nicht. Siehst du, danke. Das geht nicht. Ja, das geht aber ja nicht. Aber sie sagen, sie können es. Okay, dann machen wir das.
Wir haben hier einen handelsüblichen BMW, ja. 135i, mhm. dein neues Auto. Genau, ja. Für Mossadegh. Und ich würde sagen, so ein BMW ist schon so das Maß der Dinge, wenn man sagt, so, okay, Cockpit, Anordnung, Sitzposition, wie erreiche ich alle Sachen und so weiter und so fort. Mhm. Wir setzen uns jetzt einmal da rein und dann vergleichen wir das mit dem Kollegen hier. Okay. Die Cockpits von BMW sind bekannt für eine gute Erreichbarkeit der Bedienelemente und eine durchdachte Ergonomie. Kann Lexus hier mit seinem Herstellerversprechen zum LM mithalten? Ich habe jetzt hier wirklich eine sehr nahe Position. Ich messe jetzt einmal von der Schulter quasi bis zum Lenkrad, okay? Okay, das sind 50. Also 50 cm Lenkrad zu Schulter. Ja. So, genau. Und jetzt gucken wir noch einmal den Pedalabstand untereinander. Mhm. Aber das wird ja wahrscheinlich genormt sein, oder? Eigentlich ja. Wir messen trotzdem nach. Aber versprochen ist versprochen und es wird nicht gebrochen. Korrekt. Wir messen heute alles aus. Also, wir haben einen Abstand vom Gaspedal zum Bremspedal von exakt 6 cm. Komm, dann gehen wir rüber. 6 cm. Also, eine andere Sache, die wir noch nachmessen müssen, ist, das ist ja ein Touch-Display. Ne? Kannst du über iDrive bedienen, aber auch über Touch. Komme ich nicht dran. Ja. Siehst du das? Mhm. Ich komme da nicht dran. Ich muss aus dem Sitz raus. Mhm. Nur mal so. Okay. Ich komme da mit dem ausgestreckten Zeigefinger nicht dran. Okay, jetzt gehen wir rüber. Lexus ist eine Marke, die wir sehr, sehr selten fahren. Deswegen haben wir, also ich persönlich, sehr wenig Kontakt mit Lexus. Und deswegen fällt mir das schon sehr, sehr schwer, wirklich in dem Auto mich zurechtzufinden. Abstand wollten wir messen. Schulter. Zum Lenkrad, richtig? Ja. Ja. Wie viel Zentimeter? 55. 55 Zentimeter, was bedeutet, dass, wenn ich das Lenkrad drehen will, habe ich hier einen ausgestreckten Arm. Aber ich habe das Gefühl, der muss noch ein bisschen zu dir ran, ne? Ja, aber es geht nicht weiter. Ach so, das ist ja das Ding, ich versuche das ja die ganze Zeit, aber ich kann es nicht weiter rausmachen. Also ist maximal... Ich müsste jetzt die Lehne senkrechter stellen, aber dann bin ich hier so wie so ein Busfahrer, so komplett senkrecht. Mhm. So ist es wieder, nee, ist immer noch nicht okay. Du musst ein bisschen nach vorne. So ist okay. Aber weißt du, so habe ich hier jetzt noch einen leichten Knick. Mhm. Das ist okay, aber das ist für mich so eine Niki Schelle. Ich fahre jetzt schnelle Runde, keine Ahnung was, Rallye Monte Carlo, schieß mich tot. Mhm. So eine Sitzposition machst du nicht im Alltag. Jetzt brauchen wir noch den Abstand Schulter zum Display. Das ist aber okay hier. Das ist okay. Ja. Obwohl ich wieder nach hinten, ich bin wieder nach hinten gegangen. Ne? Das also ist okay. Das ist für mich die entspannte Einstellung und ich kann hier alles easy bedienen. Abstand, Pedal. Ja. Pedal. Für mich steht ein Ergebnis fest, aber Matthias, muss noch. Wir müssen alles abprüfen. Ja, natürlich. Ja, wir müssen genau dasselbe machen wie in dem Beamer. Absolut. Also, das Gaspedal ist genauso in der Linie quasi mit dem Abschluss des Sitzes hier. Auch hier gebe ich ganz normal gerade Gas. Ja. Lenkrad ist auch zentriert, alles gut. Okay. Jetzt müssen wir noch Pedalstellung. Pedalstellung. Ihnen darfst du keinen Zollstock in die Hand geben mehr. Das ist unglaublich. Das sind 7 cm. Du hast noch eine Wasserwaage. Ist 1 cm mehr. Echt? Ja. Okay. Wir wollten wissen, Pedalerie, ja. Lenkrad näher zu mir hingekommen. Mhm. Kann sein, dass es näher gekommen ist, aber es ist immer noch zu weit weg. Absolut. Der Einstellbereich vom Lenkrad ist nicht groß genug. Definitiv. Pedalerie finde ich okay. Ja. Also du kommst von oben, du drückst nicht nach vorne, sondern du drückst quasi mehr nach unten. Mhm. Ist aber normalerweise ein bisschen. Wenn, ja, genau. Ja, ganz normal. Und die Erreichbarkeit der Tasten ist tatsächlich sehr, sehr gut. Du hast alles sehr nah bei dir. Mhm. Fazit? Fazit, vollkommen okay, ja. Aber jetzt auch nicht so, dass ich mir denke, oh mein Gott, ich bin noch nie in so einem ergonomischen Auto gesessen. Genau, so wie, dieser Brief geschrieben war, dachtest du so, oh mein Gott, das ist jetzt wie, keine Ahnung, was? Da denkst du eigentlich, ich sitze in einem Airbus und fliege nur noch. Genau. Aber so ist es nicht. Es ist ganz normal wie bei jedem anderen Fahrzeug auch. Also brauchen wir nicht reden, Versprechen zwar gehalten, aber es wäre hinsetzen 6, wenn es nicht so wäre. Korrekt. Okay, weiter alles klar, weiter geht's. Wieso fährst du eigentlich? Weil ich immer fahre. Ach so, okay. Matthias und Hamid wollen heute herausfinden, wie viele seiner Herstellerversprechen der neue Lexus LM350H in der Praxis tatsächlich halten kann. So, unser nächstes Versprechen, Hamid. Jetzt wird's persönlich. Worum jetzt wird's persönlich. Luxus wird persönlich. Das Ziel von Lexus war es, einen erstklassigen Innenraum zu schaffen, der so bequem wie ein Wohnzimmer ist und gleichzeitig den Komfort eines mobilen Büros bietet. Eine Kombination, die von keinem anderen Fahrzeug auf dem Markt geboten wird.
Ein Raum, in dem sich die Passagiere vollkommen entspannen und ganz sie selbst sein können. Kann kein anderer so wie der, sagen Sie. Sagen Sie, kein anderer. Das ist krass. Das ist krass. Ja. Das haben Sie in Ihre Broschüren stehen. Lexus sagt, im LM kann man arbeiten wie in einem Büro. Wer kann das also besser testen als fleißige Büromitarbeiter, die täglich stundenlang an einem normalen Schreibtisch sitzen? Die Frage ist aber wirklich, wie ist es nutzbar im Alltag? Deswegen haben wir uns ein paar Experten rangeholt. Ich bin sehr gespannt, was deren Meinung ist. Da geht's rein. Ja? Ja? Morgen! Moin! Hallo! Moin! Hi, hi. Hallo! Hallöchen! Moin! Hallöchen! So, morgen! Jetzt geht's los! Also wir brauchen drei Profis, die jeden Tag arbeiten. Nicht also so einer wie Matthias, der nur irgendwie im Flieger sitzt. Du doch genauso. Die arbeiten. Aber die sieht danach arbeiten. Aus, als wenn sie arbeiten würden. Jeder hat einen Rechner. Genau. Alle genau. Ganz viele Zettel überall. Genau. Der hat sogar zwei Rechner. Alter Schwede. Wer ist Mitarbeiter des Monats? Oder Mitarbeiterin? Ich würde sagen, es bin ich. Ah, sehr gut. Ganz selbstlos. Sehr gut. Du bist die? Yvonne. Hi. Yvonne, hi. Matthias, das ist der Hamid. Hamid, grüß dich, hi. Hamid. Hi, Lars. Freut mich. Hallo. Hamid. Mahlzeit. Hi, hi, hi. So. Dann kommst du einmal mit uns mit. So, das ist dein neues Büro jetzt. Bitte. Das sieht auf jeden Fall schön aus. Ich erkläre dir alles, wenn du drin bist. Ist gut. Okay. Das ist der Tisch? Das ist der Tisch. Wow. Ein Zwergentisch. Der ist nicht so richtig groß, ne? Nee, aber es könnte klappen. Könnte klappen? Ja. Ein Büro für dich, bitte. Wow. Mahlzeit. Hi. Matthias. Ich habe auch einen Fahrer für dich organisiert. Ja, tipptopp. Ich entschuldige mich jetzt schon für den Fahrer. Worauf achtest du zuerst? Ja, also für mich wäre halt dann, wenn ich jetzt eine Präsentation mache oder Bilder bearbeite, natürlich ein guter Monitor. Ne? Man kennt das als Fotograf, dass du ja eher den Laptop auf dem Schoß, ne, alles irgendwie unbequem, dann am Arbeiten bist. Mhm. Und einfach eine gemütliche, ja, Sitzposition und eine Beinfreiheit. Also, okay, okay. Ist es jetzt so? Mega entspannt. Ja, das ist natürlich stark. Man hört auch nicht viel von außen, also es ist sehr geräuscharm, finde ich. Also, der Kunde, glaube ich, würde jetzt nicht mitbekommen, dass ich nicht im Büro sitze, sondern im Auto. Das ist jetzt schon kein Versprechen, das ist eine Klarstellung, dass Sie nur das haben und bieten. Kein anderes Auto kann das bieten, was jetzt Lexus bieten Sie kann. Sie meinen sicher kein anderer Großserienhersteller, weil es gibt natürlich Nischen, ne? Irgendwie ja. Was zum Nachrüsten und so weiter und so fort. Veredler, die solche Sachen natürlich anbieten. Ja. Aber es gibt schon Features in dem Auto, wo man sagen muss, ja, das ist schon geil geregelt. Sehr gut. Das ist ja fast wie ein Flugzeug. Fühlst du dich gerade wie ein Flieger? Ja, absolut. Okay. Und das ist ja auch, also vom Fahrgefühl, du bekommst ja fast nichts mit. Von der Lautstärke, es ist ja mega, mega entspannt. Aber was fällt dir auf? So, ist es okay von der Größe her und so weiter? Alles gut? Naja, wenn ich den jetzt aufklappe, zack. Ja, würde schon gehen. Würde gehen? Würde gehen, ja, würde ich sagen. Okay. Würde passen. Dann schließen wir deinen Laptop vorne an deinen Bildschirm ran, damit du auch entspannt und cool arbeiten kannst. Dann könntest du ja dein iPad weglegen, brauchst ja nur noch deine Tastatur. Genau. Wie findest du die Bildschirmqualität jetzt vorne? Die ist gerade etwas fraglich von den Farben. Also siehst du ja, hier ist nicht ganz klar. Noch ein kleiner Unterschied. Aha. Aber ansonsten muss ich sagen, also an sich von der Auflösung ist das schon absolut top, ne? Ja. Also Luxus, wenn du aus einem Auto so arbeiten könntest, dann kannst du ja sogar mit parallel drauf gucken. Und also da wäre ich guter Dinge, dass wir bis München die Präsentation entspannt fertig bekommen. Kann ich mein Handy irgendwo hin tun? Weil hier ist doch besetzt. Also du könntest dein Handy da links, ist ein Ablagefach. Da. Ah ja. Da könntest du es reinlegen, da würde es dann auch geladen werden. Oh wow. Ja. Von 0 bis 10, was würdest du geben? 10 ist das Beste. Für jetzt, wie ich das finde, wie ich hier arbeiten würde? Ich würde eine 8 sagen. 8? Ja, doch. Okay, cool. Bin ich ehrlich. Okay. Absolut. Also klar, man müsste gucken, so mit den Kabeln, das ist natürlich irgendwie ein bisschen mies, ne? Aber das ist, glaube ich, wirklich Meckern auf hohem Niveau. Wohnzimmer und Büro zu wie viel Prozent erfüllt?
Ja, sind ja nur so ein paar Sachen, die ich noch dazu tun würde. Ich würde sagen, so 80-90%. 80-90% erfüllt? Ja. Ja, okay. Wenn du jetzt sagen würdest, 0 bis 10, 10 ist das Beste, wie viele Punkte würdest du geben? Als Büro jetzt? Als Arbeitsbüro? Als Arbeitsplatz schon. Ich würde dem Auto auf jeden Fall 9 Punkte geben. Das ist 9. Wahnsinn, ja. Lexus verspricht, kein anderes Auto bietet eine derart tolle Kombination aus Büro und Wohnzimmer. Ob das stimmt? So, ja, Hamid, Fazit. Eindeutig, eindeutig. Wir haben 3 Profis aus dem Büro gehabt und zweimal, einmal 8 Punkte, einmal 9 Punkte. Und was hat Yvonne gesagt? Auch zwischen 8 und 9. Ja, genau. Das heißt, Versprechen gehalten. Ja. Hätte ich nicht gedacht, hätte ich echt nicht gedacht, kein anderes Auto bietet das, was der Lexus bietet. Korrekt. Was Komfort, Wohnzimmer und Büro betrifft. Selbst Maybach kann da nicht mithalten. Es gibt Autos, die haben so ähnliche Sitze. Ja. Hyundai Staria. Ja. Es gibt Autos, die haben so ähnliche Monitore. Ja. 7er BMW. Aber es gibt kein anderes Auto, was beides zusammenbringt. Definitiv. Definitiv. Alles klar. Let's go, weiter geht's. Auf geht's. Zurück zum Testgelände. Der Check des 4. und letzten Herstellerversprechens steht an. Hamid, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist komisch, dich auf dem Fahrersitz zu sehen. Ja. Wieso? Weil das Auto passt nicht zu dir. Aber es ist edel drin, alles, aber ein Van ist nichts für mich, fertig, aus, okay, vorbei. Gut. Ne? Also, unser nächstes Versprechen. Ja. Es geht um Multimedia im Allgemeinen. Ja. Mhm. Lexus sagt, der neue LM ist außerdem das weltweit erste Modell mit einer Spracherkennungsfunktion, die speziell auf die Befehle der Fondpassagiere reagiert. Das weltweit erste Modell. Das weltweit erste Modell. Das ist unglaublich. Aber die Japaner machen es, Lexus macht es. Wir testen es. Ich vermute nur, dass es damit zusammenhängt, dass wenn du die Scheibe hochfährst, das heißt, wenn du dich trennst von vorne, dass du dann natürlich hinten 2 Mikrofone hast und dass du dann hinten alles steuern kannst und die Mikrofone erkennen rechts oder links. Das lassen wir jetzt aber, testen wir jetzt richtig. Genau, wenn du sagst Sitzheizung an, dann weiß das Auto automatisch, wo du sitzt und Massage macht dann links an, oder rechts irgendwie das Ding an. Genau. Also in normalen Autos, in gut ausgestatteten Autos gibt es das auch, aber die sind halt nicht so groß. Genau. Und dann ist auch nicht die spezielle Sprachbedienung quasi für die Vorpassagiere, sondern die reagiert einfach auf die vordere Sprachbedienung. Genau. So. Bin sehr gespannt. Du probierst das mal vorne aus, wie das so läuft. Ja. Und ich check dann hinten. Hey Lexus. Was kann ich für Sie tun? Mir ist warm. Die Temperatur für den Fahrersitz wird auf 20,0 Grad. Das ist 1:1 von Mercedes übernommen. 1:1 Mercedes. Das ist krass. So, jetzt pass auf, jetzt probiere ich mal hier hinten. Ja. Hey Lexus. Hey Lexus. Ist hier eine Sprachbedienungstaste irgendwo? Die hätte ich längst gesehen. Ich mach mal zu, vielleicht muss die Scheibe zu sein, damit er rafft, dass ich mit ihm reden will und sein, nicht du. Ja, das kann sein. Ja, bis gleich, Hamid. Bis gleich. Scheibe ist zu. Hey Lexus. Hey Lexus. Sprachbedienung. Das geht nicht. Eigentlich müsste ja eine Taste da sein. Irgendwie, weil, ne, wenn das System irgendwie mal so irgendwie nicht funktioniert. Hey Lexus. Audio. Jetzt haben wir mal meinetwegen mal Radio an. Hey Lexus. Sprachbedienung. Digga, da passiert gar nichts. Es passiert einfach gar nichts, Hamid. Ja, ich weiß, ich höre dich, ich muss mich schon Schrott lachen. Ich habe jetzt gerade einen Modus gefunden, hier trennen. Ja, ich weiß nicht, muss ich hier vorne vielleicht das so hinten freischalten? Ah, jetzt, warte. Trennen, ja. So, jetzt kann ich hier hinten machen, was ich will und du kannst vorne das machen, was du willst. Jetzt probiere ich es nochmal. Okay, machen wir. Warte. Hey Lexus, hey Lexus, ja, mein süßer, lieber LM350H, bitte könntest du die Sprachbedienung jetzt starten? Mein kleines, süßes Business-Büsschen, ich möchte gerne die Sprachbedienung starten. Das System ist da, das System ist an, aber es funktioniert gar nicht. Zusammen mit dem Drehteam wird alles nochmal gründlich gecheckt. Letzter Ausweg, direkte Nachfrage bei Lexus.
Ob der unmittelbare Draht zum Hersteller endlich die Lösung bringt? Das Ergebnis überrascht sogar unsere Grip-Experten. Also, wir haben jetzt alles versucht. Aber es hat wirklich mit der Sprachbedienung hinten einfach überhaupt gar nicht funktioniert. Bei mir vorne hat es einmal frei funktioniert? Ja. Bist du dir sicher, dass du jetzt alles gemacht hast? Ich habe wirklich alles gemacht. Ich habe nochmal getrennt, mit Trennscheibe, ohne Trennscheibe. Ich habe gerufen, ich habe geschrien, ich habe ihn verbal gestreichelt. Und jetzt aber es das funktioniert Beste. Einfach gar nicht. Es kann gar nicht funktionieren. Ja, weil genau. Das war ein Fehler von Lexus. Es ist in Europa nicht zugelassen. Ja, das ist irgendwie, wir wissen nicht so ganz genau. Ja, also, die wissen es, glaube ich, selber auch nicht genau, so ganz genau. Genau. Es gibt die Sprachbedienung für hinten in verschiedenen Ländern. Absolut, ja. In Deutschland, in diesem Auto definitiv nicht. Ja. Zum Zeitpunkt dieses Drehs haben wir tatsächlich geguckt, okay, steht das wirklich noch da auf der Webseite, quasi im Werbeprospekt? Genau. Und es steht wirklich noch da, das, was ich vorher vorgelesen habe. Einzigartig auf der Welt. Heute, wenn das Ganze gesendet wird, ist das sehr wahrscheinlich gelöscht, weil sie natürlich, also weil wir sie auf den Fehler hingewiesen haben. Also genau. Sie werden es jetzt gelöscht haben. Könnt ihr gerne einmal nachprüfen. Genau. Dieses Versprechen konnte der LM also nicht einlösen. Doch wie gut hat er insgesamt abgeschnitten? Wir haben 4 Versprechungen getestet. Korrekt. Es waren auch heftige Versprechungen, wie einzigartig. Wir sind die Einzigen, wir sind die Besten und kein anderer kann das so gut wie wir. Blümerand umschrieben. Genau, mega gut gemacht. Aber davon haben sie 3 Versprechungen mit Bravour auch gehalten. Das Auto liefert wirklich 3-mal richtig gut ab. Definitiv, ja. Und das liegt vor allen Dingen an diesem wunderbaren Fahrwerk, an diesen unfassbaren Sitzen hier hinten drin, an diesem riesengroßen Monitor. Ja. Das ist wirklich, und die Scheibe, die Trennung natürlich mega. Zu den unteren, den Angestellten da vorne, die da sitzen. Das ist wirklich ein mega Auto, so wie ich am Anfang gesagt habe. Ne? Genau. Damit hast du auch recht behalten. Also Gesamtfazit, die Versprechung hat er größtenteils eingehalten. Genau. Es ist ein Luxus-Van, für mich luxuriöseste Van, was bisher produziert worden ist. Korrekt. Vom Werk. Genau aus diesem Grund fährst du mich jetzt nach Hause. Nein, du fährst. Nee, du fährst. Du fährst. Oh. So, vielleicht fährt uns ja jemand vom Team nach Hause, oder? Ohne Scherz. Könnt ihr uns mal nach Hause fahren, bitte? Da ist er schon, Dirki! Dirk, bester Mann. Schnell war der, ne? Yes! Hat euch dieses Video gefallen? Dann gebt uns ein Like, abonniert uns, aktiviert die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Hier kannst du die Folge von letzter Woche anschauen. Wenn dir das Video jetzt gefallen hat, dann interessiert dich bestimmt auch dieses Thema hier.